Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs. Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zur zweiten Runde unseres wunderbaren Streams gegen die Einsamkeit an diesem wunderbaren, schönen Mittwochabend. Wir spielen immer noch The Night of the Rabbit. Schönes Point-and-Click-Adventure und... Hey, haut ihr nochmal was raus. Wer das Spiel schon kennt, bitte mit der Hilfestellung zurückhalten, bis der Fuchs darum bittet. Grüße gehen raus. Der Mod ist am Modden. Dankeschön, Leute. Wir haben in der ersten Runde, wir sind schon, ich würde sagen, also solide. Wir haben gelernt, wie das Inventar funktioniert, wie man klickt. Und befolgen jetzt, wenn man überlegt, das ist die Opening Quest sozusagen. Und ich muss sagen, die hat er schon ordentlich in sich. Deswegen lass mal gar nicht so viel Zeit verlieren. Ich muss ja heute noch den Hasen finden. Sonst gibt das Ärger von Schatzi, deswegen, ne, geben wir mal alles. Den ersten Schritt des langen Briefes für Hogwarts haben wir erledigt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in Runde 2 rein, ja. Horchen wir mal in den zweiten Satz und dann werden wir schon mal rausfinden, was wir machen müssen. Los geht's. Da ist ein seltsames Zeichen mit einem Gedicht darunter. Ja. Wie er eine Karottenflamme machte. So sieht's aus. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den auf Stein. Auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Okay, das reicht schon. Mehr machen wir nicht. So, wisst ihr Bescheid. Wir müssen jetzt daraus ein weißes Pulver machen. Geht das jetzt schon, Leute? Oder müssen wir die anderen Zutaten, die Baumwurzel und so weiter, müssen wir das auch zermalmen? Zermalmen, Alter. Was ist denn los mit mir, Mann? Ich zermalm euch mal was. Geht bereits, alles klar. Dann waren wir ja auf dem richtigen Weg. Vielleicht macht er es jetzt plötzlich, weil er sagt, jetzt auf einmal habe ich Bock drauf. Immer schön an die Reihenfolge halten, sagt Ninilein. Okay, dann machen wir das. Jetzt müsste es ja gehen. Ich könnte den Kalkstein unter dem schweren Stein zermalmen. Ja, gerne. Aber wo soll ich das machen? Da. Nein, nicht hier. Ich habe ja nicht viel Platz. Vielleicht da hinten? Da kritzel ich besser nicht rum. Ich reiß es nicht, Mann. Hier ist alles nur vereist, kaum Schnee. Bei uns ist erst Schnee gewesen, dann richtig Eis, jetzt wieder Modderpampe. Ich bin mal gespannt, wie es morgen aussieht, aber ich freue mich ja über Schnee. Schnee war schön, deswegen. Ich habe mich sehr gefreut, ich bin ja so ein Schneefan. Der Herbalist Stronghold, eine Nachricht vom Schwein. Ich werde euch zermalmen. Ja, der könnte das mal mit meinem Stein machen. Vorne auf dem glatten Stein. War schon richtig, nur ein bisschen daneben geklickt. Also jetzt geht das doch. Jetzt plötzlich will er das machen. Jetzt hat er kein Problem damit. Ach, jetzt geht's auf einmal. Kalkstein auf Felsplatte. Eine Installation von Jerry Haselnuss. Jerry Haselnuss. Das ist immer so schwierig, wenn das jetzt dann plötzlich geht, ne? Gut. Dann los. Und Jerry raufhauen. Was soll ich mit dem schweren Felsen machen? Einstecken oder beitragen kann ich ihn nicht. Nee, du sollst jetzt malmen. Malme den krümeligen Kalkstein. Ah, los. Das geht echt in die Arme. Ja. Und in Röhre. Oh. Den krümeligen Stein hat's einfach pulverisiert. Genau wie in dem Brief beschrieben. Ziemlich cool. Ziemlich jetzt habe ich cool. Feines weißes Kreidepulver. Fühlt sich gut an. Ja, ich möchte deinen Kink jetzt hier nicht weiter ausleben. Jester, aber wir haben fett überfrierenden Regen. Über den Tag kamen hart viele Unfälle rein. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt momentan halt das Wetter hast, dass es eben regnet, dann wird es wieder kalt und der ganze Kram friert sofort fest, dann hast du richtig Spaß, ne? Hast du richtig Spaß. Da kann ich mir vorstellen, dass da natürlich dann auch entsprechend ordentlich was los ist bei euch. Das glaube ich wohl. So, Leute, pass auf. Wir gucken wieder in den Brief. Jetzt haben wir ja schon mal den nächsten Schritt. Jetzt horch ich mir wieder genau da hin. Da ist ein seltsames Zeichen mit einem Gedicht darunter. Wie er eine Karottenflamme machte. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Haben wir gemacht. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Haben wir gemacht. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden. Dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun drei. Baumhaut, Baumfarbe. Okay, alles klar. Wir müssen jetzt das schwarze Pulver hier rauskriegen. Jetzt ist die Frage, wie? Wofür brauchen wir denn die Münze mit Loch? Also ich würde da jetzt auch wieder mit dem Stein drauf ballern, ne? Würde ich ja sagen, wie es ist. Ich probiere es mal aus. Vielleicht klappt das ja. Leg das mal dahin. Ladung defekt. Sprengung unmöglich. Du sollst das ja auch rausholen. Kann ich den Stein mitnehmen? Ladung defekt. Ja, weiß ich doch. Nee, nochmal mache ich das nicht. Das nachher geht. Nachher werde ich noch zum Muskelprotz. Das geht zu sehr in den Rücken. Wahrscheinlich kann ich das Ding einfach so auseinanderbauen. Geht das? Ladung defekt. Ja. Rechte Maustaste? Knallen wird der bestimmt nicht mehr. Da kommt schon das Schwarzpulver raus. Vielleicht einfach direkt in die Dose. Ich habe das Gefühl, die Reihenfolge stimmt noch nicht ganz. Okay, warte. Alles klar, warte. Dann erst das weiße Pulver in die Dose. Ich habe das Gefühl, die Reihenfolge stimmt noch nicht ganz. Dann muss ich das beides miteinander vermischen.
Ah, okay, das war einfach. Das ging direkt so. Passt. Dann kommt das in die Dose rein. Geil. Ist dran. So, nochmal den Brief. Ein seltsames. Wie er ein. Er ja, mit Weiß, das Zeichen weiß. Schwarz, das leicht entbrennt. Wird heute nicht von Weiß getrennt. Von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, wie sie sich verbanden, lass dich dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Hallo, darauf Grüße gehen raus, danke fürs Abo raushauen. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra, die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. So, wie war das jetzt nochmal? Warte. Wie er schrieb mit Schwarz, okay. Das Schwarz ja. Und Weiß, die sich verbanden. Dann am Grund vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten und Reihen. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Damit aus rein. Aus dem Gefäß malte er der Baumhaut. Ja, okay. Das passt da rein. Baumfrucht. Hier. Und was noch? Baumwurz? Habe ich Baumwurz? Ist das Baumwurz? Ein Stock ist doch kein Baumwurz, oder? Ein Stock bringt hier nichts. Nee. Ist das Baumwurz? Ah ja, die Hagebutten, ne, klar. Hagebutten sind cool, nee. Aber irgendwie ziemlich nutzlos. Was ist denn dann die Baumwurz? Haben wir die Baumwurz schon? Haut, Frucht, Wurz. Was ist denn die Wurz? Ach, die Wurzel. Möhre, Alter. Die Wurzel. Ich habe die ganze Zeit an einen Baumwurzel gedacht. An eine Wurzel von einem Baum. Aber nicht an ein Wurzelgemüse, Alter. Meine Fresse. Ist zu spät, Leute. Sollt aufhören. Oh okay, Gott. Okay, jetzt ist alles drin. Was again. Das ist aber 100%ig. Das einzige ohne Baum davor, schreibt Nililein. Nililein, also wenn es zu schlimm wird, ne, sagst du Bescheid. Das wird heute nicht mehr besser hier, das sag ich dir. Aber mit eurer Unterstützung kriege ich das hin. Das wird gut. So, okay, haben wir hier gemacht. Was war jetzt dann? Ist ein naja, haben wir hier gemacht, haben wir hier gemacht. Ja, schwarz und weich. Ja, darauf folgt ja. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Okay, das machen wir. Mit dann kommt Schwefelhölzer. Hurra, die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Das schaffen wir. Easy. Das ist ja, ab jetzt wird's easy. Ab jetzt wird's easy. Ich stehe auf die Karottenflamme. Deswegen sind wir ja da. Das Ding heißt Karottenflamme. Ja. Weiß ich. Wieso? Ja. Bin sehr verwirrt. So, auf eine Kreuzung malen wir jetzt einen Kreis. Okay, das sollte klappen. Sehr schön. Ist noch nicht ganz so rund, aber das wird. Ja, das ist okay. Das hast du gut gemacht. Dose in der Mitte, genau. Jetzt wird das angezündet. Na gut. Dann wollen wir mal. Achso, das Ding heißt Karottenflamme, weil eine Karotte hineinkommt. Ja, gibt Sinn. Aber jetzt schon. Ich wollte nicht mehr darüber sprechen. Ein Zauberkistchen. Oh, unmöglich. Die Truhe kam aus dem Nichts. Es ist ein unmöglicher Reisekoffer. Und ich habe ihn herbeigezaubert? Ich hab's doch gewusst. Übung macht den Meister. Haselnuss hat einen an der Nuss, haben sie gesagt. Zauberei gibt es nicht, haben sie gesagt. Ha, die werden staunen. Ich muss kurz in den Chat, weil es wieder einfach nur großartig. Soldier Run erstmal, ja, Dorfkinder, immer am Zündeln. Also da muss ich widersprechen. Haben wir jetzt gar nicht so viel gemacht damals. Das ist Harrys Reisekoffer, schreibt Quasimoda, Alter. Erstmal gehen Grüße raus an Quasimoda. Willkommen hier im Stream gegen die Einsamkeit. Und sehr geiler Nick. Sehr geiler Nick. Der Falke. Ja, wie jetzt? Und wo ist denn jetzt der Schnaps? Das ist die Frage, die mich auch gerade beschäftigt. Wir haben doch Modi extra was zum Brennen gegeben. Wenn es schon kein Schnaps wird. Sie hätte ja so eine Schwarzwälder Kirschtorte machen können. Schon mit Kirschwasser drin, ne? Dass sie selber gebrannt hat. Aber wo ist denn dann wenigstens der Kuchen? Den haben wir auch noch nicht bekommen, ne? Nilein, eigentlich wollte ich nur lurken und selbst was zocken. Jetzt hänge ich fest. Ja, ich brauche auch die Unterstützung, das nützt nichts, ne? Aber keine Sorge. Moody ist verschwunden, das glaube ich nicht. Moody hat eine sehr manische Phase, die steht wahrscheinlich immer noch draußen mit dem Shirt und schüttelt das noch. Glaub mir. So, jetzt sammeln wir aber erstmal ein, was hier in der Kiste ist. Erstmal ein cooler Zylinder. Da ist bestimmt der Hase drin. Oh, heilig.
Heiliger Bimbam. Schon wieder? Mann, oh Mann. Zauberer brauchen echt gute Nerven. Gute Nerven. Nimmst du das Ding jetzt mit oder nicht? Heiliger Bimbam. Okay, mach er nicht. Reiß dich zusammen, Jerry. Das ist bestimmt nur wieder einer von diesen Waschbären. Oder eine magische Nachricht. Dann sammeln wir erstmal den Rest ein. Also erstmal das Poster. Der große Zaroth. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Hier steht aber nicht, wann und wo die Vorstellung stattfindet. Wie seltsam. Das Poster sieht aber auch schon ziemlich alt aus. Ob diesem Zaroth der Koffer hier gehört? Ich werde einfach mal eins von seinen Plakaten mitnehmen. Nimm mal mit. Oh, da ist ein Riss im Innenfutter des Kofferdeckels. Okay, dann schau doch mal in den Riss rein. Na, so ein kleiner Riss ist ja nicht schlimm. Nee. Das lässt sich auch ganz leicht reparieren. Oh, oh. Das ist das erste, was man macht. So, das ist ja nicht so schlimm mit dem kleinen Riss. Mal gucken, was passiert, wenn ich dran ziehe, ja? So, Zauberstab. Hey, da steckt ein Zauberstab im Innenfutter. Sieht fast so aus, als hätte ihn jemand dort versteckt. Lass dich anschauen. Willow, danke fürs Abo raushauen. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Unmöglicher Reisekoffer. Sie ist mit verschiedenen Utensilien für eine Zaubervorstellung vollgepackt. Der große Zaroth steht auf dem Poster. Ob das seine Sachen sind? Sein Zylinder? Sein Zylinder? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Gibt es noch mehr? Warte, da müssen wir jetzt wahrscheinlich den Zylinder einsammeln. Oder, warte mal. Da war doch, hier ist doch irgendwas. Da. Verschiedenste Aufkleber. Wow. Dieser Koffer ist schon weit herumgekommen. Timbuktu, Hongkong, Raven Hollow, New York. Ich habe erstmal Ravenclaw gehört, aber ist okay. Ist okay. So, und los. Oh, heiliger Bimbam. Alles klar, mit bloßen Händen gehe ich da nicht dran. Irgendwas verpasst. Irgendeinen Satz habe ich verpasst. Die Mutter schildert immer noch das. Was habe ich wieder verpasst? Irgendwas habe ich verpasst. um nochmal über die Mutti zu sprechen. Ich fände es jetzt richtig nice, wenn man hier hinten, in da, wo jetzt der Pfeil ist, wenn man da jetzt noch so ihre Arme sehen könnte. Nur die Arme und das Shirt. Das würde mich sehr abholen, aber leider ist das nicht so. Wie verwenden Zauberer ihre Hüte? Naja, sie nehmen den Zauberstab und hauen da erstmal drauf. Zylinder und Zauberstab? Na gut, Jerry. Es ist soweit. Hierfür hast du seit Jahren geübt. Also, Abracadabra! Oh Gott! Endlich der Hase! Oh, hat er die Dose da fallen lassen? Er hat die Dose fallen lassen. Und rüb's erstmal. Wie eklig ist das denn? Aber er sieht gut aus. Hallo? Es ist Jahrzehnte her, seit ich eine Karottenflamme getrunken habe. Gestatten? Ich bin der Marquis. Der Marquis de Hotho. Oh, aber Sie sind ein... Oryctolagus cuniculus sapiens, du sagst es. Oh, also ich heiße Jeremias H. Jeremias Haselnuss, der Junge mit dem Traum. Was? Sie kennen meinen Namen? Und ich weiß noch mehr. Deine Sommerferien enden übermorgen. Das stimmt. Korrekt. Mathematik, tropfende Füllfederhalter, harte Holzbänke, trockener Kreidestaub. Ihr Menschenkinder seid so tapfer. Doch du träumst von mehr. Das Rauschen der Blätter im Wind, das erinnert mich an zu Hause. Wo ist das? Mein Zuhause ist dort, wo man sich an mich erinnert. Ja, aber wo genau? Ich erinnere mich kaum. Der Nebel. Wie bitte? Jerry. Sag mir, was ist dein größter Traum? Mein größter Traum? Das kann ich heute nicht sagen. Erstmal, er hat sich die Karottenflamme nämlich reingeballert. Deswegen war das auch die Dose. Also hier, ich habe hier meine Detektiv-Conan-Mütze wieder aufgesetzt. Und der Falk hat gerade ganz korrekt angemerkt, das war also der Schnaps. Und da hat er recht, wir haben ja selber was gebrannt gerade eben. Nur mal guter Stopp, hat man ja gesehen, wie er das auch ausgeatmet hat. Dann müssen wir darüber sprechen, wie cool dieser Hase aussieht und wie schön seine Pfoten sind. Wer hat denn da nicht sofort das Bedürfnis? Oder? Komm schon. Ich werde das Bedürfnis jetzt abschütteln und mich konzentrieren.
In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber in der Schule bin ich mal als Zauberer aufgetreten. Zauberer ist ja kein richtiger Beruf, also ich sag mal, ich mach das hier. In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber... Ach, was soll's? Erstmal einen Schluck trinken. Erstmal einen Schluck trinken. Ich will Zauberer werden. Iri hat recht. Denn ich bin Zauberer. Geliebt, gefürchtet, gebraucht und äußerst brillant. Haltet aus! Willst du mein Lehrling werden? Ja, aber... Reise mit mir. Jenseits der Grenzen des Vorstellbaren. Studiere die 5 feurigen Mantren der Phönixbeschwörung und meistere alle Facetten der Magie. Naja, vielleicht nicht alle. Einige sind nicht so... Das ist ja unglaublich fantastisch, aber... Aber... Meine Mutter sagt, ich muss zum Abendbrot wieder zu Hause sein. Jerry, deine Ausbildung wird Tage in Anspruch nehmen. Wochen. Oh, schade. Eine lange Zeit. Natürlich. Dann ist es wohl unmöglich, dass ich... Wir müssen da... Wir sind halt nun mal Jerry und Jerry würde jetzt einknicken und sagen, mm-mm. Ich fand es erstmal sehr schön, wie der Wind nur für ihn geweht hat. Also alles an ihm wehte, aber bei Jerry wehte gar nichts. Fand ich sehr gut. Also das ist auch ein Zaubertrick und sah sehr cool aus. Die Mucke auch. Also es passt gerade alles ziemlich gut. Dann ist es wohl unmöglich, dass ich... Eine Ausbildung in den magischen Fertigkeiten, das Studium der Kunst der Künste. All dies braucht Zeit. Oh, das ist echt schade. Oh, schade. Und die Zeit selbst wird dem Magier zum Studienobjekt. Wer die Zeit studiert, braucht Zeit. Eine lange Zeit, natürlich. Eine lange Zeit, natürlich. Jerry, hör mir gut zu. Vergiss unmöglich. Für einen Zauberer ist nichts unmöglich. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Ich verspreche dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, mir zu vertrauen, Jeremias Haselnuss? Ja. Du trägst eine Münze bei dir. Was? Woher wissen Sie das denn jetzt? Sie hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Ein Loch. Woher hast du sie? Ich weiß nicht genau. Die hatte ich irgendwie schon immer. Irgendetwas fehlt hier. Eine Erinnerung? Keine Sorge, Jerry. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. Hm. Damit habe ich immer meine Zaubertricks geübt. Sieh durch das Loch in deiner Münze hindurch. Ihre magische Kraft erlaubt dir nun einen neuen Blick auf die Welt. Was du siehst, ist magischer Schimmer. Die Münze zeigt dir fortan, was dir während deiner Ausbildung hilfreich sein könnte. Um durch die magische Münze zu blicken und Dinge zu sehen, die dem bloßen Auge entgehen, öffne das Inventar und klicke auf die Münze oder verwende jederzeit die Leertaste oder die mittlere Maus. Also ich wusste doch, dass das die Leertaste ist. Aber jetzt mal Props, wie cool haben sie das denn in die Lore des Games eingearbeitet? Das ist nicht einfach nur irgendein Tutorial-Hilfestellungsding. Nein, das ist natürlich die magische Münze und da muss ich jetzt echt mal Props raushauen. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Magischer Schimmer, die Münze. Auf einmal ist sie ganz prickelig auf der Haut. Vielleicht hast du eine allergische Reaktion. Mein Zauber wird dich davor beschützen, vergessen zu werden, wenn wir diese Welt verlassen. Wir verlassen diese Welt? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du willst doch rechtzeitig zum Abendessen zurück sein. Den muss ich. Wirst du brauchen. Oh, das sieht ja aus, Jack, Alter. Erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe? Nichts ist unmöglich? Und bald schon wird es nicht mehr nach einer Frage klingen. Warten Sie! Kennst du diesen Ort, Jerry? Na klar, ja. Das ist der alte Pfadbaum. Sicher hast du gespürt, dass das hier ein besonderer Ort ist. Besonders? Magisch. An Orten wie diesen kann man sich leicht verlaufen. Hey, ich bin doch kein Kind mehr. Auch Erwachsene können im Wald verloren gehen. Spürst du etwas? Ich höre ein Grollen. Benutze deine Münze, Jerry. Ich glaube, er muss pupsen.
Die wurde gerade erstmal über Anführungszeichen diskutiert. Schatzi meinte gerade, witzig, wie man an den Anführungszeichen sehen kann, wer an einem Apple-Gerät sitzt. Uns ist das nämlich letztens aufgefallen. Ich hatte irgendwie mal auf dem iPad rumgeschrieben und Schatzi hatte von seinem Linux-basierten Laptop geschrieben und seine Anführungszeichen sind immer beide oben und die bei Apple-Geräten ist immer einer oben und das andere dann unten. So wie man das in der... So haben wir das in der Schule immer gemacht. Ne? Witzig, witzig. So, ich muss meine Münze benutzen. Warte, nein, Leertaste. Boop. Hä? Drücke Leertaste und der macht das. Okay. Oh, der Frosch. Er lebt. Oh Mann, eine Kröte. Und ich habe die angemalt. Gigantisch. Entschuldigung. Die Magie dieses Ortes ließ sie hier überdauern. Wachsen. Vergessen von der Zeit. Doch wie jede andere Kraft kann auch Magie missbraucht werden. Das ist richtig. So wie die Kraft dieses Portalbaumes. Dann greifen wir ein. Wir? Die Zauberer. Die Baumläufer. Baumläufer? Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling, oder? Portalbaum? Was bedeutet das? Ich frage erstmal, was Baum... Ich dachte, wir sind ja Zauberlehrling und nicht Baumläufer. Baumläufer? Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Verschiedene Welten? Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Oh, das klingt kompliziert. Es ist ganz leicht. Fast wie Fahrradfahren. Wirklich? Nein. Im schlimmsten Fall ist es, als ob du zwischen zwei Widersprüchen zerrieben wirst. Oh, das verstehe ich nicht. Niemand von uns tut das. Du lernst schnell. Ich muss kurz Nidilines Kommentar noch raushauen, weil der hob mich gerade ab. Ich meinte ja, ich habe diese Kröte sogar angemalt, aber Nidiline hat noch wahre Worte hinzugefügt. Nicht nur angemalt, sondern früher auch sogar bestiegen. Stimmt, als kleiner Junge sind wir ja darauf rumgeklettert. Also ja, schon. Ich möchte das nicht weiter vertiefen, ja? Portalbaum, was bedeutet das denn? Portalbaum? Was bedeutet das? Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. Ich kriege gerade so Elden Ring-Vibes. Also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Okay. Aber wie benutzt man einen Portalbaum? Ich lese leider immer noch alles vor. Ihr wisst es ja, auch wenn der Charakter das gleich auch nochmal sagt. Aber das kriegen wir nicht mehr raus. Das Thema ist durch. Ich ändere dann den Satz ja meistens wenigstens abeng ab, damit es nicht ganz so nervig ist, ne? Aber wie benutzt man einen Portalbaum? Hier beginnt die Magie. Wow! Geh durch das Portal, Jerry. Von nun an werden die Magie und das Weltenwandern fester Bestandteil deines Lebens sein. Okay. Ist das auch nicht gefährlich? Ich meine... Einfach durchgehen, Junge. Das läuft. Oh, tschüss. Jemand tritt auf die Lichtung. Vier Nägel. Ich bin nur ein Blatt. Im Auge des Orkans. Wir müssen uns beeilen. Wir werden auf dem Wind reiten. Er ist einfach cool. Wie wir es immer getan haben. Machen wir. Du, die stellst die richtigen Fragen, ja. Ja. So Leute, wir sind im magischen Wunderwald. Sieht immer noch aus wie im Wald bei uns zu Hause. Ja. Aber irgendwie auch anders. Und hopp. Und hopp. Wer kommt da? Ist es eine Maus? Ist es eine Maus? Es sieht aus wie eine Maus. Aber das ist ja eine mit Rucksack. Je weiter wir uns vom Portalbaum entfernen,
desto deutlicher wird sich zeigen, dass wir die Welt, die du kennst, lange hinter uns gelassen haben. Nur die natürlichen Parallelen hier am Portalbaum lassen eine Verbindung vermuten. So wie diese Mauer. Mir nach, Jeremias Haselnuss. Oh, da ist er wieder. Der Junge ist wieder da. Also der darf da. Warte, da. Da hinten halt. Kurin ist gerade süß. Ich muss gleich nochmal erzählen. Es geht nochmal um diese Anführungszeichen. Ich habe dir Magie versprochen. Eine andere Welt. Oh, Eichhörnchen. Vor dir, Jerry, liegt Mauswald. Wow! Ist der Nachbarort Fuchswald? Oder Fuchsberg? Oder Fuchshausen? Hier wirst du deine Ausbildung absolvieren. Und wo ist die Schule? Und sind die Lehrer da nett? Diese Welt ist magischer als deine. Ihre Bäume wurzeln tief und schaffen Verbindungen, wie die, über die wir hierher gereist sind. Diese Welt wird deine Schule sein. Ihre Bewohner werden dich vieles lehren. Noch mag dir dieser Ort ungewöhnlich erscheinen, doch schon bald wird er ein wichtiger Teil deines Lebens sein. Und dann, wenn deine Ausbildung abgeschlossen ist, wirst du die Welt mit den Augen eines Baumwolfers sehen. Mir nach, junger Haselnuss. Oh, warte! Oh. Ich weiß, dass du hier neu bist, aber es wird auch nur eine Sekunde dauern. Warte einfach hier. Ich bin gleich zurück. Ich werde dich beim Stadtrat ankündigen. In Ordnung. In Ordnung. Was geht mit dieser einen Maus ab? Ganz schön interessant, so klein zu sein. Wer hätte gedacht, dass Mäuse Städte haben? So, oh. Folge dem weißen Kaninchen, ihr könnt es da nicht sehen. Jetzt müsst ihr erstmal gucken, ihr habt irgendwie Soundprobleme. Ich kann nur sagen, ich habe keine Soundprobleme. Also bei mir ist halt Musik und das Gesprochene alles tutti. Deswegen ist es spannend, dass bei euch was hakelig ist. Also wenn, müsste eigentlich alles hakelig sein, weil bei mir ist alles tutti frutti. Ton ist völlig normal. Das haben wir ja schon öfter mal, dass Twitch leider manchmal meint, nee, kein Bock jetzt. Jetzt warten wir mal einen kurzen Moment, ob sich das wieder einnormalisiert. Du bist nicht hakelig. Das kann durchaus manchmal sein, weil die Feeds sind unterschiedlich von den Audiospuren. Aber normalerweise kommt bei Twitch alles normal an. Bei mir ist der Sound auch komisch, aber nur von dem Game. Kann natürlich auch sein, dass beim Übertragen durch OBS jetzt irgendwas schief läuft. Ich guck mal eben, warte mal. Ich speichere mal wieder aus Sicherheitsgründen, bevor hier irgendwas abkackt oder so. Ich kann ja mal reinschauen, weil ich sehe die Anzeige gerade nicht. Der meckert uns immer rum, wenn was rot ist. Aber es sieht alles normal aus. Nee, ist auch alles normal. Oh, ich guck mal trotzdem kurz raus, ne? Was sagt OBS denn hier? Wups. OBS sagt alles tutti frutti. Alles grün, alles glücklich, keine Frames ausgelassen. Ich kann das Game ja mal neu starten. Ich starte mal das Game neu, vielleicht hilft das was. Aber bei mir halt, wie gesagt, ist der Ton normal vom Game. Bei mir ist da nichts komisch. Aber ich mach's mal trotzdem, komm, Leute. Oh, ihr zurücklehnen, einmal kurz in uns gehen. Oh, so, ich mach mal nochmal neu an, du. Da wird das. Wir haben auch das erste Achievement gesammelt. Voll schön. Da kann ich ja nebenbei jetzt nochmal gucken, ob hier mein Fluchen wieder funktioniert. So eine Scheiße. Nö. Was ist denn da so? Was, so eine Scheiße ist das. Fuchs, du bist stabil. Ja, sicher doch. Ich bin immer, weißt du doch. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht geht. Wo ist denn das? Was ist denn da los jetzt hier? Warte mal kurz. Erstmal einen Schluck trinken. Erstmal. Guck mal, das funktioniert tadellos. Das geht nicht. Das müsste da. Oh. Müsste da sein. Ist es aber nicht. Krall ich nicht. Ich krall es nicht, Leute. Ich kann es euch nicht sagen, warum es kaputt ist. Egal. So, warte, ich mach das Game wieder an. Nicht so viel Zeit verplempern hier. Und erstmal was trinken hier für Iri. Grüßerchen.
Have you tried turning it off and on again, meine Lieben? So, the game ist wieder an. Jetzt könnt ihr mal das Intro sehen. The Dalek Entertainment. Kennt ihr die noch? Die gab's mal. Und? Was sagt ihr? Da kommt schon so ein bisschen Musik reingedüdelt. Ding, 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 ding. Ich liebe deine Ketchupflasche, danke dir. Ich finde sie auch einfach nur grandios. Also das ist einfach nur geil. Bis jetzt okay. Jetzt scheint es wieder schick zu sein. Na ja, gut, okay. Schauen wir mal. Das Blöde ist halt, bei mir hört sich das normal an. Deswegen kann ich das... Ich krieg das dann nicht mit. Weiß auch nicht, was das los ist. Ich lore mal eben, ne? Dann gucken wir mal, ob es so bleibt. Und immer noch geil? Passt. Ja, sehr geil. Dann machen wir mal weiter. Jetzt quatschen wir erstmal ein bisschen. Ich hoffe nachher das auf der Aufnahme nicht. Das wäre natürlich irgendwie mega ärgerlich. Aber das sehen wir dann. Ich werde das mal gleich... Halbe Stunde ungefähr. Ich werde mal nach dem Stream, höre ich mal meine... Ich habe ja, nehme ja noch mit einem zweiten Encoder das nochmal separat auf. Mal gucken, ob da der Ton auch Probleme macht oder nicht. So, jetzt reden wir erstmal mit dieser Maus hier, die so am Abgehen ist. Die finde ich nämlich sehr cool. Die tanzende Maus. Aber keine Zeit. Muss üben. So. Heute Abend steigt eine Geburtstagsparty bei der Hasenfamilie. Und ich habe frei. So, Giron, ja, die Mäuse stöhnen wieder ohne Huckeln. Modi sagt auch, passt, jetzt klingt es erstmal wieder gut. Sehr schön, dann machen wir erstmal weiter. Wenn nochmal was sein sollte, müsst ihr einfach schreien. Ne? Ich reagiere dann schnellstmöglich. Entschuldigung, aber... Keine Zeit. Muss üben. Heute Abend steckt eine Geburtstagsparty bei der Hasenfamilie. Und ich... Hatten wir ja, oh, sorry. Ich rede mal mit dem jungen Eichhörnchen hier. Quasimoda. Ich finde die alte Maus mit der Taschenuhr geil. Spirit Animal. Mit der quatschen wir auch gleich nochmal. Gehen wir erstmal mit dem Eichhörnchen hier. Hallo. Du hast nicht zufällig Plato den Frosch gesehen, oder? Ich warte hier schon die ganze Zeit auf ein Paket aus der Superhörnchen-Boutique für fesche Hörnchen. Superhörnchen-Boutique? Das ist aber ein komischer Name. Ach ja? Und wie heißt du? Ich? Jerry. Also ich finde, Jerry ist ein ganz, ganz komischer Name. Und totschicke Accessoires weißt du sicher auch nicht. Nein. Ich weiß nicht mal, was das ist. Siehst du? Da warte ich besser weiter auf Plato und mein Paket. Vielleicht hätte ich mit meinem Cousin Edgar zusammen die Stadt verlassen sollen. Wenn ich hier stehe und daran denke, dass die Krähen jederzeit zurückkommen könnten, da wird einem ganz anders. Aber ich muss mein Paket haben. Okay, kann ich fühlen. Goldenes Horn mit Frosch. Ein Horn in der Mitte des Platzes. Soll man damit jemanden rufen? Können wir ja mal ausprobieren, ne? Kann ich das irgendwie benutzen? Na egal, ich rede jetzt erstmal mit der Maus, mit dem Spirit Animal hier. Rundliches Tier. Was für ein seltsames Eichhörnchen. Er sieht verwegen aus, so als hätte er viel zu erzählen. Verwegen? Mitnichten. Siehst du nicht, wie viele Karten ich dabei habe? Oh, Sie sind also Kartenmacher? Nein, ich bin Reisender. Du bist das erste Mal im Mauswald, oder? Richtig. Besuch mich doch später mal an der Bachschleuse. Einfach die Rampe rechts neben dem Stadttor hochlaufen. Die Bachschleuse, rundliches Tier mit Schirm. Da weiß selbst der Entwickler nicht so genau, was das geworden ist. Nicht so ein rundliches Tier mit Schirm, das war's schon, ne? Irgendjemand ist ja am Kritzeln. So. Maus mit Rucksack. Moin. Bleib mal nicht weg. Warum musste ich auf dieses dumme Ding finden? Alles in Ordnung? Psst. Ist da jemand hinter mir? Ich glaube, ich werde von einem Geist heimgesucht. Okay. Ich weiß nicht. Ich sehe niemanden. Ich kann da auch niemanden sehen. Aber ich weiß, dass jemand da ist. Da findet man ein seltsames Buch im Wald, versteht kein einziges Wort und dann hängt sich einem noch ein Geist an den Hals. Ich bin mal wieder ein Glückspilz. Das läuft ja bei dir. Erzählst du noch mehr? Ich sehe niemanden. Ich kann da. Okay. Gut, ich würde sagen, ihr wisst ja, wie das ist. Wir machen das, wie wir es immer machen. Wir laufen jetzt erstmal in alle Gebäude und labern alle voll. Wieder doof, dass man selber kein Tier spielen darf, schreibt Schatzi. Ja, das ist, das fühle ich sehr. Das ist wie bei Animal Crossing.
Animal Crossing ist ja einfach nur Kapitalismus, das Spiel mit süßen Tierchen. Ich könnte damit leben, wenn ich selber auch ein süßes Tierchen sein dürfte. Master Richard schreibt, halt! Halt, stopp! Jetzt chatte ich! Jetzt chatte ich! Die Maus mit der Münze ausprobieren? Wie soll ich ausprobieren, welche Maus mit der Münze? Welche Maus hat denn eine Münze? Achso, du meinst den hier? Oder was meinst du? Oh! Da steht wirklich Danke für den Tipp. Der Tipp ist gut gewesen, ist okay. Jetzt ist er weg. Ich wusste es. Oh, was für ein Glück. Oh, wie befreiend. Wie sah der Geist denn aus? Nett. Er hatte einen Kieselkopf und seine Arme waren Zweige und Blätter. Zweige und Laub. Das muss ein Waldschrat gewesen sein. Ich hätte nicht gedacht, dass es sie wirklich gibt. Weißt du was? Hier, nimm das. Zweige und Laub. Ich habe es im Wald gefunden. Vielleicht gehört das Buch ja dem Waldschrat. Wenn du ihn siehst, kannst du es ihm wiedergeben. Jesterfox schreibt, eine zappelnde Maus, eine paranoide Maus mit Halus. Aber war das nicht verflucht? Und um hinzukommen, braucht man ein ominösen weißes Pulver. Bruder, ich weiß genau, was in dieser Hut abgeht. Also Jerry, der hat gerade gute Zeit. Ja, bin hier, hallo. Komm, Jerry. Ich will dir jemanden vorstellen. Was? Wir dürfen gleich kleine Kaninchen streicheln. Ich sag euch das. Jetzt geht's los. Oh. Oh, die Eule. Wie cool ist das denn? Die ist bestimmt ganz weich. Entschuldigen Sie bitte den plötzlichen Hausfriedensbruch, verehrte Eulen und Hörnchen. Ah, Jonathan. Das ist der Herr Hase, der eben schon hier war. Sapperlot, das ist doch Michlaus der Zeisig. Diese Augen, Augen, die unzählige Welten gesehen haben. Einige sagten, er kennt keine Gnade. Aber meine Eltern sagten, er sei einer der ersten Baumläufer gewesen. Ich war nicht der Erste, aber ich kannte ihn. Uhu. Der Marquis de Hoto. Ich war kaum größer als drei Eicheln, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Nach der Tradition der Baumläufer stelle ich Ihnen meinen Schüler vor. Jeremias Haselnuss. Ich erbitte Unterstützung für ihn, auf dass er in diesen Wäldern die Kunst der Künste erlerne. Magie, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Der Grünschnabel ist also ein neuer Zauberlehrling. Wir dachten schon, die Tradition der Baumläufer sei ausgestorben. Was? Wie? Zauberlehrling? Ich bitte Sie, einen Moment einzuhalten, Jonathan. Einhalten? Nein, nein. Die Tradition verlangt, dass wir nun sofort das Wipfelfest vorbereiten. Ein neuer Baumläufer muss standesgemäß gefeiert werden. Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Okay. Grünschnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. Genau. Frage am besten Anja Maus. Sie ist die allerbeste Bäckerin hier in Mauswald. Ich werde hier auf dich warten, Jerry. Mich interessiert, was hier geschehen ist. Mauswald hat sich verändert. Soll das heißen, ich soll ganz allein da draußen rumlaufen? Ich vertraue darauf, dass du auf dich selbst aufpassen kannst. Noch sind Sommerferien. Dies ist dein Abenteuer, Jerry. Meinst du, du kannst es schaffen? Das werde ich wohl hinkriegen, würde ich sagen. Okay. Er grinst einfach nur. Absolut. Ja! Halt! Nicht auf die Bücher treten! Halt, stopp! Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich ja. Aber Konrads Nichte Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Oh Gott. Ursula Eule. Oh Gott, ist das niedlich. Und seine Öhrchen. Also ich muss sagen, vom Cuteness-Faktor her schon sehr cool. Und die Stimme von ihm hier ist ja wohl auch, von Konrad, ist ja wohl auch sehr gut. Sehr gut. Kay schreibt knuffig. Master Richard schreibt, schau dich in jedem Bildschirm immer genau um. Erstmal was trinken, sagt der Jens. Machen wir. Gelfuchs, ein erwachsener Hasemann hat ein kleines Kind von zu Hause entführt. Ja, das Konzept des Games ist fragwürdig, das gebe ich zu. Hier ändert sich jetzt der Vibe, schreibt der Herbalist. So, Jeron, ich habe de facto eine zu geringe Konzentrationsspanne für das. Ich bin nur noch verwirrt. Wir fangen erst an, aber guck mal, sein Kopf dreht sich. Das wird noch witzig.
Das wird noch witzig. Nilein, bitte was? Ist das eine Hela-Flasche zum Trinken? Korrekt. Das ist tatsächlich, Hela bietet das an. Ich fand es einfach nur geil. Es ist einfach die Gewürzflasche, das Original. Nur, dass oben ein anderer Deckel drauf geschraubt ist. Und der so günstig, dass nach 3-4 Mal benutzen, das abbricht. Dann hast du das Ding hier in der Hand. Und dann ist das nicht mehr dicht. Aber trotzdem, ist witzig. So, machen wir weiter. Jetzt reden wir erstmal mit den Leuten. Dann versuchen wir mal, Ursula Eule anzuquatschen. Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet. Und Ursula passt auf, dass sie bleibt. Ja. Ursula ist auf jeden Fall sicher süß. Ich sage immer, die Krähen... Okay. Sie hatte gerade so ein bisschen die Derpy-Augen, ne? Ein bisschen waren die am Start. Kritik der unpraktischen Vernunft von Immanuel Kant. Naturkunde von Hildegard von Bienen. Wo tue ich das nur hin? Wie wäre es denn, wenn man die Bücher thematisch sortiert? Grübelstoff da, Naturzeug dort. Dort. Genau das tue ich. Hier liegen die mit einem roten Umschlag und dort drüben sollen die grünen hin. Sind Sie sich sicher, dass das eine gute Idee ist? Aber natürlich. So findet man sofort die roten Bücher, wenn man sie sucht. Grüne liest sowieso niemand. Komische Dinger. In Literarien gab's gar keine grünen Bücher. Uhu. Jonathan, da bist du nie gewesen. Doch, natürlich. Aber das war natürlich eine Lesereise. Wie du siehst, junger Mann. Jonathans Fähigkeiten im Sortieren sind ebenso grässlich wie sein Humor. Uhu. Lachen ist gesund. Wer liest auch schon grüne Bücher, Leute? Ich frag mal in eure Runde. Lest ihr grüne Bücher? Nilian fragt, ob das hier so ein O2, Active O2-Verschluss sein könnte. Weiß ich nicht. Das müsste man mal ausprobieren. Ich habe keine Active O2-Gedöns, aber man könnte mal eins kaufen und es mal testen. Ich werde davon berichten. Das Ding ist auch nicht teuer. Das kostet, glaube ich, 5 Euro oder so. Aber trotzdem ist es natürlich ärgerlich, wenn der Deckel relativ zeitig schon das zeitliche segnet. Was war denn noch? Ich soll mir hier alles angucken. Machen wir sowieso. Ich schnacke jetzt erst nochmal mit Marquise. So, was genau soll ich denn jetzt machen, Bruder? Was genau soll ich jetzt tun? Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Grünschnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. Okay. So will es die Tradition. Frage am besten an Jan Maus. Sie ist die allerbeste Bäckerin hier in Mauswald. Okay. Was ist das Wipfelfest? Herr Eichhorn, werte Besucher, immer mit der das Wipfelfest, uhu. Findet doch erst in einem Monat statt. Nein, nein. Das Wipfelfest wird traditionell für jeden neuen Baumläuferlehrling veranstaltet, wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat. So war es früher. Und so ist es heute. Uhu. Vielleicht war ich wirklich schon zu lange nicht mehr hier. Was ist das? Uhu. Das ist Magie. Und eine Einladung für das Wipfelfest aus ihrem Stadtarchiv. Mehr als 90 Jahre alt. Siehst du, Konrad? Uhu. Jerry, nimm die Einladung. Die da? Außerdem diese magische Briefmarke. Wozu die Briefmarke? Oh, wie gut. Das wirst du herausfinden, wenn du sie auf einem Umschlag aufbringst. Okay. Aber... klebe sie nur auf den Umschlag mit einer Einladung darin. Verschicke Einladungen an alle Mauswalder. Denn wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, ist Wipfelfest. Wie er sich auch freut. Wende dich am besten an Plato, unseren Postboten. Er kann die Einladungen für dich verteilen. Wenn du Hilfe brauchst, frage die Mauswalder. Okay. Wenn du wirklich feststeckst, benutze diesen ersten kleinen Zauber. Also ich muss erstmal kurz reinhauen wegen dem Chat. Mehrere Leute haben jetzt hier gesagt, dass hier Bücher, die grün sind, gelesen wurden. Zum Beispiel ein Aragorn-Buch ist grün. Master Richard sagt auch, ich habe schon das ein oder andere grüne Buch gelesen. Jester Fox sagt, einige meiner Fachbücher sind grün. Ist also schon wahr, dass die kein Mensch liest. Sehr gut. Es gibt alle möglichen an Leuten. Meine Mathe-Schulbücher waren immer grün, schreibt Schatzi. Bei uns weiß ich gar nicht mehr, wie die Schulbücher aussahen. Ich glaube, mein BWL-Rechnungswesen-Buch, das war grün. Das habe ich mir sogar noch mal irgendwann geholt als Erinnerung. Habe ich mir das selber mal gekauft, weil man da so viel mit gelitten hat.
Nilein, im Inventar kannst du auf die Bonussammlung und Erfolge zugreifen. Da werden dir auch zwei Sammeldinger angezeigt. Theoretisch kannst du 32 große Tautropfen und 8 Sticker im Spielinventar finden und sammeln. Alles klar, danke für den Hinweis. So, Xogeron, apropos Eragon, wer freut sich genauso wie ich auf die Disney-Serie? Es bekommt eine Eragon-Disney-Serie. Wenn guter Rat teuer ist, öffne das Inventar und klicke auf den Zauber Ratersuch. Jetzt haben wir's. Am rechten Rand des Zauberstabs, ich glaube, ich bin für heute schon durch, ne? Der Ratersuch, oder wie wir Experten sagen, Ratersuch. Ich erinnere da sehr gerne an Gesalzene, aber ist auch egal. Damit können wir uns also dann einen Tipp geben lassen. Mit dem Ratersuch kannst du in Gedanken mit mir in Verbindung treten. Und ich werde dir einen Hinweis geben, der dir hoffentlich weiterhelfen kann. Zusammen mit deiner Münze wirst du den Herausforderungen, die sich dir stellen werden, mit Zuversicht entgegentreten. Ich werde hier auf dich warten, Jerry. Jerry! Meint ihr, wir werden den, also mit euch an meiner Seite kommen? Da brauche ich doch nicht den Ratersuch. Den Ratersuch. So, mal gucken, was müssen wir noch machen? Wipfelfest? Ich dachte, ich werde Magier. Wipfelfest? Ich dachte, ich werde Magier. Deine magische Ausbildung beginnt nach den Vorbereitungen für das Fest. So viel liegt noch vor dir. Ich beneide dich darum, doch es ist nicht viel Zeit. Also, beeil dich, Cherry Haselnuss. Ganze Welten warten darauf, von dir entdeckt zu werden. So viele Zauber darauf, von dir gelernt zu werden. Falke flattert gerade davon. Falke, schön, dass du da warst. Vielleicht bis nächstes Mal. Und ja, flatter schön ins, Nest und schlafe eher gut. Die Frage kam heute noch gar nicht. Ich bin ganz erstaunt. Deswegen habe ich sie auch noch nicht beantwortet. Aber ich werde jetzt beichten. Wir machen heute leider nur 2 Stunden, weil ich morgen früh einen Arzttermin habe und deswegen nicht ganz am Arsch sein darf. Es tut mir sehr leid, aber der Doktor, der hat leider Vorrang. Aber nächstes Mal sind es wieder 3, ich verspreche es. So, was haben wir jetzt noch? Wie war das mit den Baumläufern und den Portalen? Wie war das mit den Baumläufern und den Portalen? Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Kindermärchen. Ein Baumläufer ist ein Magier, der durch die Welten schreitet. Durch die Portalbäume. Sagen und Mythen. Mitnichten. Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Genau, um den Hilflosen zu helfen. Uhu. Und der Mythos lebt ein weiteres Mal auf. Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Ich finde diese kleine Eule so niedlich. Hast du wieder Halsprobleme? Wäre ja nicht so dein Jahr 2023. Nee, 2023 war generell Gesundheit leben nicht so mein Jahr. Aber nein, mit meinem Hals ist soweit alles dann gut. Sagt ein Husten. Nee, Hals ist alles in Ordnung. Ich habe so in anderen Formen gerade aktuell Schmerzen und ich weiß noch nicht so genau, wo das herkommt. Deswegen quäle ich mich ein bisschen durch gerade, aber ich wollte auch heute das jetzt nicht absagen lassen. Ein bisschen Schmerzen, wenn ich den ganzen Tag auf der Arbeit rumsitzen kann, dann schaffe ich das auch hier. Außerdem war es schön. So, ich mache mich dann mal wieder an die Arbeit, würde ich sagen. Ich mache mich dann mal wieder an die Arbeit. Viel Erfolg! Danke! So, jetzt reden wir noch mit Konrad, alleine weil seine Stimme so geil ist. Darf ich Sie kurz stören? Nein, ich arbeite. Was arbeiten Sie denn? Oh. Denkarbeit. Ach so, okay. Das heißt, er starrt Löcher in den Raum. Ich denke und plane. Was gibt's denn zu planen? Wir mussten unsere Vorräte gänzlich neu anlegen. Während der Evakuierung muss sich hier eine Krähe gütlich getan haben. Schon seit ein paar Monaten wird unser schönes Mauswald Opfer aggressiver Krähenangriffe. Diese Krähen sind wild, fast unfähig zu sprechen. Uhu, eine sehr beunruhigende Situation. Ob wir wohl auch Elstern sehen werden?
Eltern sind Krähen nur noch besser. Das ist so. Gut, jetzt gucken wir mal, ob hier noch was ist. Ich muss gedrückt halten. Aha. Okay, ich würde sagen, dann fangen wir mal an. Wir haben hier einen Tisch. Ein Tisch geformt wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Das Kleeblatt hat eine besondere Bedeutung. Uhu. Es versinnbildlicht die Zusammenarbeit der drei ständigen Mitglieder des Mauswalder Stadtrates. Drei? Unser drittes Mitglied ist Hannah Maus. Sie ist seit der Evakuierung beim letzten Krähenangriff noch nicht zurückgekehrt. Uhu. Uhu. Oje, gute Besserung, Fuchsi, schreibt Schwabi. Willow schreibt, oh nein. Oh, tut mir echt leid. Dani schreibt auch, gute Besserung. Auf jeden Fall, danke euch, danke euch. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Das wird schon nichts Tolles sein. So viel Pech kann ich ja nicht haben. Es muss ja auch mal bergauf gehen bei mir. Ne? Ich kann ja, also nach der Lungenentzündungskiste reifen, ich habe es mal verdient, dass mal jetzt wieder gut ist. Stapel Bücher. Hey, Leselektüre. Harry Potter und die Kammer der Heuschrecken. Das ist ein historischer Roman. Uhu. Uhu. Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich ja. Aber Konrads Nichte Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Ja, das sehe ich. Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet und Ursula passt auf, dass sie bleibt. Ich gestehe, wie es ist. Harry Potter? Das würde ich mir auf jeden Fall geben. Da hätte ich auch mal richtig Bock drauf. So, dann haben wir ein Fenster zum Portalbaum. Halt! Nicht auf die Bücher treten! Halt, stopp! Aber sie bilden so eine schöne Rampe. Da dachte ich, Wissen wird nicht mit Füßen getreten. Holy Cricket, schreibt Julia. Heilige Heuschrecke. Also ich habe jetzt schon so ein Gefühl, wir müssen wahrscheinlich nachher irgendwie zu diesem Portalbaum. Und entweder müssen wir das Rampe benutzen oder wir müssen uns den Weg irgendwie freischaufeln, indem wir dafür sorgen, dass die Bücher aufgeräumt werden und dafür müssen wir Ursula beschäftigen. Ich sage immer, die... Ja, hatten wir schon. Okay, dann haben wir hier noch ein Reitergemälde in Öl. Eine uniformierte Maus auf einem... Käfer. Das ist ein Gemälde des Gründers unserer Stadt, Magistrat Mäuserich von Mauswald. Er legte den moralischen Grundstein für unseren schönen Mäusewald und unsere Hauptstadt Mauswald. Moralischer Grundstein? Der sogenannte nicht zum Verzehr gedacht Pakt. Ach so, ich verstehe. Dann bist du sozusagen Vegetarier. Mir geht es blendend. Uhu. Verstehe. Reden wir nicht weiter drüber? Balustrade, das habe ich richtig ausgesprochen. Heute läuft's wieder. Da oben darfst du nicht hin, Jungspund. Da oben liegen Dokumente zur Stadt, Recht und Verfassung. Für einen Einblick muss man schon Gemeindemitglied sein. Außerdem kann man ganz bis aufs Rathaus hochsteigen. Ach so? Vielleicht entscheidest du dich einmal, in Mauswald zu wohnen. Mhm. Vielleicht. Was haben wir hier oben? Ein Netz mit Nüssen. Naja, ist ja auch ein Eichhörnchen. Natürlich hat er da oben ein Netz mit Nüssen. Interessante Inneneinrichtung. Schick und essbar. Das sind die öffentlichen Gelder unserer Gemeinde. Viele der Stadtarbeiter bevorzugen Nüsse als Bezahlung. Ich habe übrigens eine Idee mit dem Ton. Wir lassen mal eben doch die letzten Minuten noch mal kurz noch mal nutzen. Ist der Ton bei euch jetzt noch in Ordnung? Weil ich glaube, ich bin ja vorhin einmal so alt rausgetappt in der Pause und dann wieder reingetappt. Und da das Ding hier so eine sehr, sehr seltsame Vollbildanwendung ist, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht ein Problem entstanden ist. Dann würde ich nämlich vorschlagen, mache ich das einfach jetzt jedes Mal aus und wieder an, weil es geht ja auch ganz schnell wieder an. Vielleicht war es das. Das könnte ich mir vorstellen. So, was haben wir noch? Ihr seht, ich renne da immer noch drüber nach. Ich bin immer noch hart am Überlegen. Dann haben wir hier ein Kaminfeuer. Warm? Gut. Und guck dir die Pfoten an. Aber mit denen kann man nichts machen. Okay, da ist ein Kusssymbol drauf. Ah ja, okay, alles klar. Was haben wir hier noch? Den Ausgang. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt auch erstmal raus, weil wir müssen... Hier ist noch eine eiserne Rüstung. Eine Ritterrüstung, wie sie im Buche steht. Nun, wären Ritter kleine Hamster gewesen. Süße kleine Hamster. Das wäre so knuffig gewesen, dass niemand Lust auf Krieg gehabt hätte. Ja, und das stelle ich mir auch ein bisschen süß vor. Küsse die Augen, schreibt Schatzi, ja. Jetzt fehlen die Würfel. So, hier wird immer noch gedanced und geübt. Finde ich gut. Ist das hier eine Cafeteria? Sehe ich das richtig? Weil, ganz ehrlich, wo muss der Fuchs wohl als erstes rein? Erstmal einen Schluck trinken. Willow, hast du recht? Prösterchen, Prösterchen.
Tautropfen gespottet. Ja, hier unten war doch irgendwo einer. Irgendwo habe ich vorne auch schon mal einen gesehen. Da. Ist das einer? Du hast einen magischen Tautropfen gefunden. Was ist mit diesen Tropfen wohl auf sich hat? Vorne habe ich noch einen gesehen. Ich glaube, hier ist auch noch ein zweiter, oder nicht? Witzig. Und die werden auch nicht angezeigt, wenn man drückt. Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen witzlos. Also wir, da könnt ihr gerne so einen Hinweis geben, dann können wir gemeinsam die Tautropfen suchen. Also wenn einer einen sieht, der die nicht auswendig kennt, könnt ihr es gerne sagen. Wenn einer einen sieht und mir nur einen Tipp geben will, könnt ihr auch gerne machen. Dann werden wir sie finden. Was ist? Oh, wir haben Besuch. Was ist? Grüße gehen raus. Hirsch and Hirsch. Moinsen fürs Rein. Und danke fürs Reinreden. Sechs Kollegen mit am Start. Herzlich willkommen bei unserem kleinen Stream gegen die Einsamkeit. Wir nähern uns zwar leider dem Ende, aber ich freue mich trotzdem, dass ihr nochmal reinschaut. Wir zocken hier gerade ganz entspannt Night of the Rabbit Blind. Ich kenne es noch nicht, aber bis jetzt haben wir irrsinnig viel Spaß. Ja, schön, dass ihr reinschaut. Willkommen, willkommen, macht euch bequem. Hier können wir auch tanzen üben, wie man hier sieht. Die tanzende Maus, die sagt uns, wie es geht. Und wir holen uns erstmal einen Kaffee hier in der Cafeteria. Wo ist er denn? Also außerhalb von Gebäuden, nie im Innenraum. Schön, schön, schön. Hier riecht's aber gut. Ich hoffe nach Kaffee, oder? Und irgendwie auch nach Kräuterbonbon. Kräuterbonbon. Nanu? Da waren wir auch vorhin. Dann bist du. Dann hast du wahrscheinlich gestreamt, weil ich habe vorhin gesehen, als ich meinen Stream vorbereitet habe, dass tatsächlich jemand anderes das gedattet hat. Irgendwie 8 Leute oder so. Habe ich gesehen und das fand ich cool. Ich bin nicht der Einzige, der heute dieses Game spielt. Deswegen Grüße gehen raus. Freut mich. Hat's euch denn bis jetzt gefallen oder kanntest du das Game schon oder ist für dich auch frisch? Ich muss sagen, bis jetzt gefällt es mir wirklich sehr, sehr gut. Besuch. Aber wir sind ja noch ganz am Anfang. Danke fürs Reinjoinen. Und die Maus ist weg. Purin, willkommen. So Leute, wir gucken uns mal noch ein bisschen um. Erstmal müssen wir mit dem Maulwurf reden. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, Hallöchen. Mein Freund. Moment. Ihre Stimme kenne ich doch. Der Radiomann. Gräber der Name. Fellesumpf 103.5. Sag ich doch. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Abend. Stimmt. Ich habe sie schon mal im Radio gehört. Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Diese verdammten Krähen. Es ist echt toll gemacht, aber ein bisschen knifflig, schreibt der Hirsch and Hirsch. Okay, das holt mich ja dann sehr ab. Wir kriegen das aber hin, wir sind hier gemeinsam. Wir haben gesagt, wir sind so ein Kollektiv. Wir nehmen alle unsere feuchten Gehirne, reiben die aneinander und dann schaffen wir das schon. Bis jetzt hat es ganz okay geklappt. Mal gucken. Schatzi schreibt, ich könnte schwören, ich habe die Stimme schon mal in einem echten Radio gehört. Wahrscheinlich ist er auch ein echter Radiosprecher, man weiß es ja nie so genau. Naja, Sie sind also Radiomoderator, habe ich das richtig verstanden? Sie sind also Radiomoderator? Ich sehe da schon Schlüssel. Ja, ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, weil die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Abend. Gibt es Hoffnung, dass sie bald wieder auf Sendung gehen werden? Frau von Freund, ich bin großer Fan. Ich komme morgens gar nicht aus dem Bett, ohne dass ich das Radio da anmache. Der Frühsport ist mir sehr wichtig. Gibt es Hoffnung, dass sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinen Sender zieht? Niemals. Jemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren. Was? Aber ihre Fans? Über meine wässrigen Witze. Wie werden Sie den Fans erklären, dass sie aufhören? Mit feuchten Augen. Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil es wirklich traurig ist. Oh, Sie können doch nicht einfach aufgeben. Mach ich auch nicht. Knack dir ne Nusshörnchen, wie die Jugend heute sagt. Nein, um mich dazu zu bringen, meinen Sendebetrieb einzustellen, müsste man mir Arme, Beine, Mund und Bauchnabel zukleben. Er ist also ein sogenannter Bauchnabelsprecher. Ich wollte auch immer mal zum Radio, das stimmt doch gar nicht. Ich wollte schon immer Zauberer werden, aber trotzdem. Ich wollte auch immer mal zum Radio. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du mit mir zusammen moderieren willst, solltest du pfiffig sein. Pfiffig? Ja, versuch einfach mal mir eine Vorlage zu geben, die ich gekonnt. Okay.
Hol mir das, das holt mich sehr ab. Ja? Ich. Was soll ich denn sagen? Was Lustiges. Ah, okay. Also, warum überquert das Hund die Straße? Das wird nichts. Der Witz kommt hier in Mausfall sehr schlecht an. Ja. Vertrau mir. Ja. Okay. Versuch mal, was Passendes für unser Publikum aufzutreiben. Dann probieren wir es noch. Okay. Ist soweit. Hirsch und Hirsch, wir sind im Lurk. Keine Sorge, wir sind jetzt eh auch tatsächlich im Ende. Heute ist nur eine kurze Runde leider. Ich musste mich dann mal leider weiter. Leute. Ich muss dann mal weiter. Es tut mir leid. Und denk dran. Fellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Abend. Aber der Nick ist auf jeden Fall schon mal sympathisch. Ich muss gleich nochmal dran denken, dass ich die auch nochmal eben rein... Ne? Weiß Bescheid. Leute, ich speichere jetzt erstmal. Dann machen wir uns noch ganz gemütlich auf ein Adios stellen wir uns dann ein. Und dann sehen wir uns aber hoffentlich nächsten entspannten, wie heißt das, Mittwoch wieder. Ja, leider heute ein bisschen kurzer, weil wie gesagt, ich muss morgen ein bisschen früh raus. Und ich muss auch gestehen, es ist gerade ein bisschen schmerzlich. So leichte Schmerzen am Start, deswegen machen wir jetzt einfach mal eine gute Nacht. Ich bin aber froh, dass es trotzdem geklappt hat. Danke, dass ihr dabei wart, eure Gehirne mitgebracht. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank fürs Reinreden. Vielen lieben Dank auch vor allen Dingen an die Moderatoren, wieder hier fürs brave, super moderieren. Und wirklich echt ein dickes Lob an die Gesamtleistung hier, was die Gehirne anging. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Ihr habt meine Dummheit sehr gut ausgeglichen, muss ich wirklich sagen. Und ja, ich finde es schön, dass wir mal wieder einen Point-and-Click machen. Und ja, freue mich auf nächsten Mittwoch. Ich krieg leider wahrscheinlich, also erstmal abwarten, was morgen rauskommt. Wir werden sehen, ne? Aber wenn alles gut läuft, dann sehen wir uns auf jeden Fall nächsten Mittwoch gerne wieder. Ich werde wahrscheinlich dazwischen keinen Zwischenstream reinkriegen. Mal gucken, ich weiß jetzt gar nicht, wann die Diablo-Season da anfängt. Wenn sich das irgendwie anbietet und ich Zeit finde, dann machen wir vielleicht mal nochmal so ein Diablo-Ding mal wieder. Aber ich fühl's eher nicht, sag ich mal. Ne? Wir werden sehen. Leute, vielen, vielen lieben Dank. Kommt nun gut zu liegen, habt noch eine schöne Restwoche und was sehe uns dann, ne? Alla dann, Leute. Alla dann. Gädel? Bis dann, Leute, haut rein. Danke, dass ihr da wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Blaufuchs, Leute. Tschüss.